Hi, liebe Steinböcke, herzlich willkommen zu eurem Wochenreading vom 13. bis 19. April. Vielen Dank schon mal für die ganzen Klicks, für die Likes, für die Kommentare der Monatslegung und der letztwöchigen Readings. Ich mache es so weiter. Ich freue mich jedes Mal über jeden Like, jeden Klick, jedes Kommentar. Deswegen mache ich weiter. Ich möchte jetzt schauen, wie eure nächste Woche ausschaut, vom 13. bis 19. April. Wieder ein allgemeines Reading. Verlinke wieder das Infovideo, wer es jetzt immer noch nicht gesehen hat. Es gibt einige Sachen zu beachten bei diesen allgemeinen Readings. Bitte schaut euch das an. Euer Monatsreading, falls ihr es noch nicht kennt, habe ich euch auch unten in die Infobox reingehämmert. Und ansonsten hoffe ich, es geht euch gut. Hoffe ich, ihr seid gesund. Und dann schauen wir doch mal, wie die Monatsenergie, die Wochenenergie für die nächste Woche, 13. bis 19. April, für euch, liebe Steinböcke, sein wird. Liebe Schicksal, 13. bis 19. April für meine Steinböcke. Zwei Karten. Nehmen wir diese zwei Karten. Wir nehmen sie. Ui. Cool. Geben und nehmen. Da ist eine Fee, mal wieder. Die kommt aus einer Papierschachtel, als so Ballerina heraus, mit einer Maske auf. Da unten ist eine Katze mit einem Schleifchen um und die reicht der Ballerina, ist das ein Herz? Ich glaube, das ist ein Herz. Und die Ballerina gibt der Katze einen Stern. Ein Geben und Nehmen. Die Nummer 27, eine meiner Glückszahlen, vielleicht auch für euch, Quersumme 9, die nächste meiner Glückszahlen. Ja, ich bin eine Waage, ich gebe und nehme, ich habe das Gleichgewicht, deswegen glaube ich schon, dass diese Zahlen vielleicht auch wirklich eine Bedeutung haben, vielleicht auch für euch, liebe Steinböcke. Das müsst ihr wissen und ihr habt hier weiterhin weitergehen. Nummer 45, wiederum Quersumme 9, also liebe Steinböcke, wenn 9 für euch eine Zahl ist, mit der ihr was anfangen könnt, was verbinden könnt, könnte das euer Reading sein, ich möchte nicht zu viel versprechen. Weitergehen, da geht eine Fee einen Weg entlang, der ja, hier von Wolken etwas so verschleiert wird, aber da hinten sieht man schon eine Tür. Ich denke, ihr seid kurz davor, etwas zu erreichen. Es kann jetzt sein, dass das Reading hier für mehrere Personen ist und sehr unterschiedliche Botschaften enthält. Das werden wir aber jetzt gleich sehen, wenn wir die Tarotkarten befragen. Liebes Schicksal, wie sieht die Woche aus vom 13. bis 19. April für meine Steinböcke? Was kannst du mir sagen, die Woche von meinen Steinböcken vom 13. bis 19. April ausschauen wird? Der Eremit. Okay. Bis 19. April. Vierte Kelche. 13. bis 19. April. Der Ritter der Stäbe. 13. bis 19. April. Meine Steinböcke. Die vier der Münzen. Eine noch. 13. bis 19. April. Meine Steinböcke. Die drei der Stäbe. Alles Klärchen. Ihr habt unten die vier der Schwerter. Sieht man? Ja. Okay. Gut. Ihr habt hier schon mal den Eremiten. Der Eremit steht zum einen für die Jungfrau. Im positiven Sinne hat der Eremit etwas mit der Insichtkehr zu tun, mit der Weisheit, mit der ja, mit dem Erlangen von Wissen sozusagen. Im Negativen ist es eher die Isolation, die Abschottung, die Einsamkeit. Werden wir noch sehen, müssen wir klären. Die vier der Kelche, habe ich tatsächlich. Ihr seid die dritten, die ich mache für nächste Woche und ihr seid auch die dritten, glaube ich, die diese Karte haben. Das ist ja echt krass. Die vier der Kelche deutet davon, dass hier ein Mann ist, der drei der Kelche hat.
hier im Schneidersitz mit verschränkten Armen an seinem Baum sitzt, diese drei Kelche anschaut und entweder diesen Kelch da hinten, der ihm gereicht wird, nicht sehen kann, nicht sehen will oder bewusst auf ihn verzichtet. Das hat etwas mit Schmollen zu tun, das hat etwas mit Stolz zu tun, auch so ein bisschen mit Eigensinn oder man verpasst hier eine Chance, die sich einem bietet. Hat mehrere Bedeutungen diese Karte. Der Ritter der Stäbe, eine Hofkarte, ein Feuerzeichen, also ihr könntet es mit einem Löwen zu tun haben, mit einem Widder oder mit einem Schützen. Kann sein, muss nicht sein. Der Ritter der Stäbe ist so ein bisschen Playboy. Das ist einer, der feurig ist, der ist sehr leidenschaftlich, der ist manchmal ein bisschen ungestüm, trotzdem stets freundlich. Ist so, wie sagt man denn da, leidenschaftlich, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Die vier der Münzen, auch sehr zweideutige Karte, deswegen müssen wir hier wahrscheinlich einiges klären, handelt zum einen von Besitz, von Reichtum. Und den Reichtum beschützen, hat was mit Sparen auch zu tun, hat aber auch etwas mit Geiz zu tun und mit Verschlossenheit auch. Und ja, also hauptsächlich Geiz negativ gedeutet und die drei der Stäbe, die hat etwas mit einer Erwartung zu tun. Da steht der Mann eben hier an diesem Berg und wartet darauf, dass seine Schiffchen in den Hafen fahren. Er erwartet hier etwas. Ist die Steigerung zu den Zweiterstäben. Die Zweiterstäbe ist eher so das Ungewisse, dass man weiß nicht, was so kommt. Und die Dreiterstäbe, der ahnt, was kommt. Der möchte auch, dass etwas Bestimmtes kommt, woraufhin er jetzt schon zugearbeitet hat. Deswegen ist es auch die Erwartung, die Dreiterstäbe. Vierter Schwerter ist die Heilungskarte, die Isolationskarte auch, die Meditationskarte. Ihr habt hier, zwei Karten, die auf eine Isolation hindeuten können, aber nicht müssen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Gemischt habe ich ja. Liebes Schicksal, ich hätte gerne eine Klärungskarte zum Eremiten. Steinböcke. Die neun der Schwerter. Machen wir mal weiter. Die vier der Kirche. Der Page der Münzen. Okay. Den Ritter der Stäbe bitte. Da haben wir sie doch wieder, die vier der Schwerter. Das ist ein Mirror. Also es geht wirklich um, also hier und hier, es geht um Heilung wahrscheinlich. Es ist auch in der Mitte eurer Legung hier diese Karte. Es geht um Heilung, es könnte auch ein bisschen um Rückzug gehen. Also ihr zieht euch vielleicht zurück, um eure Gedanken zu sortieren und zu orten. Ja, schauen wir mal, was da noch rauskommt. Wir haben die vier der Münzen bitte. Liebenden. Okay. Und die drei der Stäbe bitte. Die zwei der Münzen. Okay. An der Unterseite habt ihr die Zehn der Stäbe. Gut, liebe Steinböcke. Ich habe hier eine bunte Mischung. Ich habe hier nur eine einzige große Arkane, das ist der Eremit. Der steht, wie gesagt, für eine Jungfrau. Ich habe hier ein Erdzeichen, ich habe hier ein Feuerzeichen. Also hier könnte auch für euch stehen. Liebe Steinböcke, kann auch für eine Jungfrau stehen, kann auch für einen Stier stehen, dieses Erdzeichen hier. Der Ritter der Stäbe kann für einen Löwen stehen, für einen Widder oder für einen Schützen. Kann sein, muss nicht sein. Die Neun der Schwerter auf den Eremiten. Die Neun der Schwerter ist eine sehr negative Karte eigentlich. Sie zeugt von Albträumen, von Reuegefühlen, von Ängsten, von Sorgen, von Kummer, von Schuldgefühlen. Depressionen auch manchmal.
schlaflose Nächte, ja, nicht so tolle Energie auf den Eremiten. Es könnte wirklich die Abschottung sein. Das könnte echt die Abstellung sein. Vielleicht liegt das auch in der Vergangenheit, liebe Steinböcke, das kann auch sein. Ich sehe hier dann doch eher die Isolation mit drin, der Eremit. Das ist derjenige, der ganz einsam und allein oben auf einem Berg wohnt und ja, sich quasi der Gesellschaft entzogen und entsagt hat. Und ja, da oben dann da sein Dasein fristet sozusagen. Dabei erlangt er zwar Weisheit, Wissen und auch in sich Kehr, aber er ist halt leider alleine. Ich denke, das hat hier doch etwas damit zu tun, dass ihr euch zurückzieht, liebe Steinböcke, oder euch zurückgezogen habt. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus hier Schutzmaßnahmen, kann auch sein. Muss ich noch klären. Der Page der Münzen. Der Page der Münzen, ich denke, da seid ihr drin, liebe Steinböcke. Kann sein, muss nicht sein. Auf jeden Fall, der Page der Münzen ist jemand, der studiert, jemand, der wissbegierig ist, jemand, der interessiert ist, jemand, der ja, Elan hat, auf die Vier der Kelche geklärt. Das ist, ja, es ist zweimal hier der Fall, dass hier etwas angeboten, also der Page der Münzen ist auch derjenige, der etwas anbietet, ein etwas von Wert, eine Münze jetzt in dem Fall. Das ist etwas Handfestes, das ist... Das kann ein Wertgegenstand sein, das kann eine Entschuldigung sein, das kann ein Angebot sein, das kann eine Hilfeleistung sein. Auf dieser Karte hier wird einem ein Kelch angeboten. Wenn ich jetzt erstmal weitergehe, weil hier, ja, das kann speziell sein, liebe Steinböcke, aber ich sehe hier schon so ein bisschen die Storyline. Die Vier der Schwerter ist, wie gesagt, die Heilung, auch wieder der Rückzug, so wie hier und hier. Da möchte man seine Gedanken sortieren, man möchte gründlich über etwas nachdenken, was geschehen ist und wie man jetzt handelt, wie man weitermacht, wie man damit umgeht, wie man das interpretieren soll. Diese Karte ist bei weitem nicht so negativ wie diese Karte hier, aber man möchte sich halt darüber Gedanken machen. Ja, eine Sache analysieren zum Beispiel. Ihr hattet ein Gespräch und auf der Arbeit, sagen wir mal, ein längeres Gespräch, vielleicht auch eine Streiterei oder sowas. Ihr kommt dann nach Hause und denkt dann erst einmal drüber nach, Alter, was wurde denn da eigentlich gesagt oder warum war da diese Situation, wie ist die entstanden, was muss ich jetzt beachten, was hat er gesagt, was habe ich gesagt und so weiter und so fort. So eine Art von drüber nachdenken. In Bezug auf den Ritter der Stäbe gehe ich hier sehr stark von Leidenschaft aus. Die Storyline ist folgende, wie gesagt, kann sehr speziell sein. Ich denke, ihr habt hier jemanden einen Kelch gereicht, der mit Gefühlen zu tun hat. Ihr habt hier jemanden vielleicht etwas Gutes tun wollen. Ihr habt hier jemanden vielleicht auch gesagt, dass ihr ihn sehr mögt. Oder habt ihn vielleicht auf ein Date einladen wollen. Oder auf einen Kaffee. Oder wartet ihr immer für denjenigen da zum Beispiel. So eine Art von gefühlsmäßigen Kelch habt ihr diesen Menschen hier angeboten. Und also hier auch wieder das Angebot, wie gesagt, das seid dann hier ihr, liebe Steinböcke. Dieses Angebot von euch war ehrlich und aufrichtig gemeint. Dieses Angebot hatte Hand und Fuß und ihr habt das ernst gemeint. Dieser Ritter der Stäbe, vielleicht habt ihr es wirklich einem Feuerzeichen angeboten, war aber ja, abgeneigt eurem Angebot gegenüber, hat vielleicht auch nicht so empfunden, wollte das auch nicht, hat sich vielleicht auch aus der Situation herausgestohlen, sage ich mal, oder da das hier eben ein Feuerzeichen ist, kann es sein, sehr speziell wie gesagt, dass ihr mit jemandem eine feste Bindung eingehen wolltet und derjenige nur auf das eine aus war. So kann ich mir das vorstellen. Es kann auch sein, dass ihr hier etwas Längerfristiges mit diesem Menschen machen wolltet, etwas planen wolltet, eine Beziehung haben wolltet. Dann seid ihr irgendwann im Bett gelandet und dieser Typ hat euch oder diese Frau hat euch nie wieder irgendwie kontaktiert und ihr habt auch nie wieder was von ihm gehört. Ghosting sagt man da dazu. Kann auch sehr gut sein. Die Vier der Münzen und die Liebenden. Es spiegelt wieder diese Situation hier.
vor den Gefühlen verschlossen sozusagen, dass jetzt auch die, ja, die Stolzkarte, die Geizkarte, auch die Verschließungskarte, die Zurückhaltungskarte, die in sich gekehrte Karte, gegenüber hier den Liebenden. Die Liebenden, ja, wie der Name schon sagt, sind zwei Liebende, kann auch eine Herzensentscheidung sein. Ich sehe eher das Pärchen, die Wunschvorstellung hier eigentlich. Das war eure Wunschvorstellung hier, ihr wolltet das hier erreichen. Ihr habt euch das gewünscht, erträumt, vorgestellt mit eben dieser Person, die euch hier hat wahrscheinlich hängen lassen oder halt euer Angebot abgeschlagen hat oder euch was ganz was anderes dann entgegengeboten hat, als das ihr eigentlich geboten habt oder das ihr wolltet. Er hat sich hier verschlossen vor eurer Münze. Ne? Und es kann jetzt auch sehr gut sein, dass dieser Mensch sich einfach nicht öffnen konnte, dass er vielleicht genauso empfindet, aber es nicht zeigen konnte und auch nicht sagen konnte, er wollte auch nicht. Vielleicht wurde dieser Mensch auch verletzt in der Vergangenheit und kann deswegen nicht einfach so seine Gefühle preisgeben. Das hier auf die Liebenden, deswegen, ich sehe hier die Zurückhaltung, ich sehe hier das Verschließen. In Bezug auf die Liebenden oder die Liebenden in Bezug auf das Verschließen eben. Selbe Story, aber da hat sich einer nicht geöffnet. Es kann sehr gut sein, dass es diese Person hier war. Eine Jungfrau, wie gesagt, hier ist auch Münze, Erdenergie. Vielleicht wurde dieser Mensch hier in der Vergangenheit sehr schlecht behandelt. Vielleicht hat er auch irgendwelche Traumata davon getragen oder... Ja, kommt halt über diese Situation in seiner Vergangenheit nicht so wirklich drüber hinweg. Vielleicht haftet da noch wirklich irgendwelche Schmerzen an ihm, irgendwelche gedankenlichen Schmerzen auch. Was halt dazu geführt hat, dass er eben solche Angebote hier nicht bar nehmen kann, nicht für bare Münze, lol, nicht für bare Münze nehmen kann und maximal mit euch im Bett landet oder gleich sagt, nee, du lass mal, hab keinen Bock drauf oder sowas oder kann nicht oder wie auch immer irgendwelche Ausreden, sich quasi vor einer Liebe verschließt. Das ist hier sehr plausibel irgendwie. Es ist, ja, es kommt öfters vor, als man glauben möchte. Ich kenne da einige Leute, die auf die das zugreifen könnte. Ich kenne sogar einen Steinbock, auf den das zugreifen könnte. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ja, egal. Genau, er hat sich halt hiervon verschlossen, vor dieser Vorstellung einer Bindung, einer festen Bindung, eines Zusammenseins, einer gefühlsmäßigen Bindung sozusagen. Davor hat er sich vielleicht verschlossen aufgrund dessen, was passiert ist, weil er das noch nicht loslassen kann hier. Die drei der Stäbe. Wie gesagt, die Erwartungskarte. Da erwartet ihr oder dieser Mensch hier eben etwas. Die zwei der Münzen ist... Ja, die Flexibilitätskarte, die Jonglierenkarte, die Abwägenkarte. Auch das Gleichgewicht und der Wankelmut. Je nachdem, negativ oder positiv gesehen, müsste ich noch klären. Aber eure damalige Erwartung, die ihr vielleicht hier hattet, weil ihr wart da vielleicht euphorisch. Das kann sehr gut sein, ihr habt das auch ernst gemeint. Hat sich hier vielleicht nicht bewahrheitet. Man sieht das ja. Hier, er hat sich davor verschlossen. Und entgegen eurer Erwartung, eure drei der Stäbe hier, das war die Erwartung. Ihr habt da eigentlich schon damit gerechnet, dass das da weitergeht, dass sich dieser Typ hier nicht dem entzieht, dass der euch nicht ghostet, dass der euch wenigstens zurückruft oder wieder schreibt oder was auch immer. Das hat sich nicht erfüllt und jetzt kommt ihr hier ins Wanken. Ihr kommt ins Überlegen, hä, warum? Warum macht er das? Wieso? Er hat doch gesagt, er mag mich, hä, wir waren doch schon im Bett miteinander und so weiter und so fort. Ihr seid hier am Abwägen. Ihr seid hier am Wanken. Ihr denkt hin und her und ihr versteht es nicht genau. Und das da wird so langsam zu einer Last für euch. Ich möchte jetzt hier weiter klären, weil das ergibt für mich schon sehr viel Sinn, diese Story hier. Es mag sehr speziell sein und nicht auf jeden von euch zutreffen. Wenn das hier überhaupt nicht auf euch zutrifft, wenn ihr euch hier überhaupt nicht wiedererkennen könnt, schaut euch gerne euer Aszendent-Video an oder euer Venus- oder Mondzeichen. Aber diese Story hier kommt sehr deutlich rüber und für irgendjemanden von euch, der hier zuschaut, ist das. Vielleicht auch für ein paar mehr, das kann schon sein. Ich hätte gerne eine Klärungskarte zu den... Muss ich das klären? Das sind eigentlich vergangene Traumata. Ja, doch. Ich hätte gerne eine Klärungskarte zu den neuen der Schwertern, bitte, liebes Universum, liebes Schicksal. Yep, die 10.
10 der Schwerter. Selbe Story, selbe Szenario. Dieser Mensch hier wurde in seiner Vergangenheit, und ich glaube nicht, dass das was mit euch zu tun hat, liebe Steinböcke, der wurde ja, sehr enttäuscht, vielleicht sehr gedemütigt auch. Er hat hier auf jeden Fall aus seiner Vergangenheit etwas davongetragen, mit dem er immer noch zu kämpfen hat. Das vielleicht jetzt gerade so seinen Höhepunkt erreicht. Die 9 der Schwerter, die 10 der Schwerter, ein Progress, ein Fortschritt, ein Zuspitzen. Die 10 der Schwerter, ähnlich wie die 9 der Schwerter, darauf hat man keinen Bock. Das sind extrem schlechte Gedanken. Da sitzt man zu Hause und fängt ohne Grund das Heulen an, so ungefähr. Das ist diese Energie hier. Da ich hier wirklich zwei Personen einfach reinkriege. Das ist hier, wie gesagt, es muss hier keine Jungfrau sein. Ich sehe eher die Abschottung und die Isolation. Ich sehe hier drin eher ein Feuerzeichen. Wie gesagt, es kann aber jedes Zeichen sein. Ich sehe hier aber auf jeden Fall zwei Personen. Und ich glaube auch, dass dieses Weitergehen entweder für euch oder für diesen Menschen hier ist. Und dieses Geben und Nehmen, genauso wie auch dieses Weitergehen entweder für euch oder für diesen Menschen ist, das schaue ich jetzt noch, ob ich es rauskriege. Ich möchte hier bitte eine Klärungskarte zu den Pagen der Riesen. Die Kommunikation, okay. Ich habe hier die 8 Stäbe. Die 8 Stäbe steht für Bewegung, steht aber auch für Kommunikation. Ja, ich denke, über dieses Angebot, was ihr hier ihm hier überreichen wolltet oder überreicht habt, darüber wurde geredet. Ich glaube, ihr habt hier nicht nur gesagt, jo, wollen wir mal hier ins Kino gehen. Ihr habt da ein längeres Gespräch gehabt, glaube ich. Wie gesagt, viel Bewegung, viel Kommunikation. Wo vielleicht dann auch sowas gesagt hat wie, ja, nee, wir können zwar miteinander schlafen oder ich finde dich ganz hübsch oder so, aber mehr ist da nicht. So eine Art von Gespräch. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt da auch nicht so aus. Aber auf jeden Fall war das ein bisschen, vielleicht nicht verletzend, aber enttäuschend. Und darüber wollt ihr jetzt erstmal nachdenken. Ihr wollt dieses Gespräch quasi Revue passieren lassen. Ihr wollt selbst irgendwie checken, warum das sich hier so verschließt. Obwohl das sich doch eigentlich ganz anders nach außen hin gibt. Obwohl das doch eigentlich ganz schön ist zwischen euch. Das hier sagt diese Karte hier aus. Die Liebenden ist mir eigentlich auch ganz klar, ich möchte das hier wissen. Ich möchte eigentlich so das Outcome wissen. Liebe Schicksal, ich möchte bitte eine Klärungskarte für die zweite Runde. Oh, die 6 der Münzen. Okay. Die 6 der Münzen ist dieses ganz klassische Geben und Nehmen. Die 6 der Münzen hier ist... Oh, sorry. Die 6 der Münzen, hier sieht man, dass man... dieser Mann hier hat eine Waage, das wird auch die kleine Waage genannt, eine Waage in der Hand. Und er gibt hier jemanden Brotkrumen oder Geld, man sieht es nicht so genau. Es ist hier die Hilfsbereitschaftskarte, es ist aber auch eben, wie gesagt, die Geben- und Nehmen-Karte. Ich sehe euch hier drin, weil es eben Münzenergie ist und hier ist Münzenergie. Ich habe es zu Münzenergie geklärt, deswegen sehe ich euch hier, dass ich euch hier wahrscheinlich, entweder wegt ihr Haar ab, okay, soll ich ihm... Hilfeleistungen geben, vielleicht deswegen. Vielleicht habt ihr darüber auch sogar geredet. Über das hier, was hier diesem Menschen widerfahren ist, das kann sein. Vielleicht wollt ihr ihm helfen, vielleicht wollt ihr für ihn da sein, vielleicht könnt ihr ihm sogar helfen. Oder ihr habt wenigstens die Intention dazu zu helfen. Vielleicht seid ihr auch da am Abwägen. Ist es euch dieser Mensch wert, vielleicht noch mehr Geduld aufzubringen für diesen Menschen, bis er das hier überwunden habt, bis dieser Mensch hier das hier überwunden hat. Ihr wägt jetzt ab, ob ihr das aufbringen wollt, diese Zeit. Vielleicht hat es auch was mit Geld zu tun. Das kann auch sein, dass ihr da irgendwas finanzieren müsstet oder ihm finanzielle Hilfe leisten müsstet. Wollt ihr das? Könnt ihr so viel geben? Geben und nehmen hier? Oder geht ihr weiter? Es ist hier ein Entweder-Oder. Und da seid ihr am Wanken, liebe Steinböcke. Und diese Frage kann ich euch nicht klären, leider. Aber ihr seid hier am Wanken. Und ich glaube, ihr braucht noch ein bisschen, um euch darüber klar zu werden. Das hier ist es. Darüber macht ihr euch hier Gedanken.
Macht euch darüber Gedanken und lasst euch dabei Zeit, liebe Steinböcke. Das hier muss wohl überlegt sein eigentlich. Wie gesagt, wenn es nicht resoniert, Mond, Venus oder Aszendent-Video anschauen. Ich hoffe, es resoniert für euch. Ich hoffe, hier war was dabei, was ihr mitnehmen konntet. Ich wünsche euch noch schöne Ostern. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und bleibt gesund, liebe Steinböcke. Man sieht sich.